rein und schließt die Tür hinter euch. Es ist kalt da draußen. Hallo und herzlich willkommen zurück bei 777. Mein Name ist René und es geht weiter mit Hearthstone Heroes of Warcraft. Dieses Mal geht es um den vierten Boss im den ersten Boss im zweiten Flügel, den insgesamt vierten Boss. Und zwar Noth, den Seuchenfürsten im Seuchenviertel, genau. Der Kampf gegen Not wird kein leichter sein. Ihr wisst ja, Not kennt kein Gebot. Ja, manche sagen Not, manche sagen Not, aber er heißt, aus der englischen Sprache müsste er Noth heißen, wie auch immer. Der hat die Fähigkeit als Passive, deswegen kostet sie kein Mana, es passiert einfach. Er weckt jedes Mal, wenn ein Feind stirbt, ein Skelett mit 5-5. Dadurch, dass man natürlich vermeiden will, dass eigene Diener sterben, sollte man keine schnellen Decks, wo man einfach viele Karten spielt und wenn es stirbt, egal, die nächsten, also mein Jägerdeck zum Beispiel nicht nehmen. Da habe ich wieder mein Priesterdeck, mein ganz normales, privates Standard-Priesterdeck genommen. Einfach, weil wenn man ihm was Dickes vor die Nase setzt und er kriegt es nicht tot, dann wird er auch nie dieses Skelett sehen. Und deswegen auch kein großes Blabla. In der ersten Folge zum heroischen Modus gegen Anno Brekan habe ich dieses Deck erstellt. Das zeige ich euch jetzt hier. Da ist es. Holy shit. Also ihr seht, heilige Pein, um kleinen Schaden zu verursachen. Inneres Feuer, Machtwort Schild. Also diese ganzen Lebenssynergien. Inneres Feuer, Machtwort Schild. Göttlicher Wille. Der Lichtbrunnen. Der dunkle Kultist. Todesfürst. Die Lichtbrut. Der Wächter von Mogushan. Der gesichtslose Manipulator, der Vollstrecker des Tempels. Alles einfach nur möglichst wenig Angriff, möglichst viel Leben, das ganze Leben hochpushen und dann mit inneres Feuer spiegeln oder bei der Lichtbrut einfach durch seinen eigenen Effekt, dass möglichst viel Schaden verursacht werden kann. Den kriegt er einfach nicht tot. Meistens verschwenden die sogar ihre ganzen schwachen Diener gegen einen Tank, also gegen einen mit Spott. Da bietet sich der Todesfürst an. Sein Todesröcheln-Effekt ist, wie gesagt, in der ersten Folge davon meistens noch positiver für einen selbst, weil einfach ein wichtiger Kampfschrei-Effekt für ihn oft flöten geht. In meinem Fall zum Beispiel dann halt noch Removals, Schattenwort Tod für 5-5 war. Also falls er doch ein Skelett kriegt, habt ihr Schattenwort Tod. Schattenwort Schmerz gegen die Kleinen. Und ja, ein bisschen Heilung hier, Klerikin von Nordheim, ein bisschen Karten ziehen, wenn er viel auf dem Feld hat, Heilige Nova. Wenn ihr irgendwas Großes habt, was ihr haben wollt, nehmt es euch einfach mit Gedankenkontrolle. Kopiert euch Karten, auch wenn es Tanks sind, von ihm einfach, um ein bisschen Luft zu haben, gesichtsloser Manipulator. Mein Deck, ich liebe dieses Deck, ich kann es zwar, vielleicht ist es auch gar nicht so gut, um irgendwie kompetitiv richtig krass zu spielen, aber ich liebe dieses Deck, weil es ist mir einfach so ans Herz gewachsen und ich komme damit so gut klar, dass ich es einfach nicht mehr missen will. Und ja, mit diesem Deck könnt ihr gegen Noth gewinnen, es geht einfach wirklich nur darum, ihm irgendwas Dickes vor die Nase zu stellen, dass er nicht dran vorbeikommt. Und der hat auch nicht die krassen Karten, um euch diese madig zu machen. Also, er verreckt einfach dran. Ja, und mit diesem Deck sehen wir uns gleich im Kampf gegen Noth, den Seuchenfürsten, im heroischen Modus wieder. Und dann kommentiere ich für euch, wie ich ihn besiegt habe und welche Taktik ich angewandt habe. Bis gleich! So, da sind wir im vierten Bosskampf gegen Noth, den Seuchenfürsten. Hier konnte ich, glaube ich, mein normales Deck benutzen, ne? Ja. Da habe ich wieder mein Standard-Priester-Deck benutzt. Das mit den Buffs und... Weil hier ist es bei Noth auch wieder gut, wenn man ihn einfach mit purer Lebensenergie und mit purer Stärke besiegen kann. Und ihr seht schon, ich ziehe den Wächter von Mogushan und Inneres Feuer, was eigentlich schon ein gutes Startblatt ist. Denn seine Heldenfähigkeit macht, dass wenn bei mir was stirbt, kriegt er ein ziemlich starkes Skelett mit 5-5. Da habe ich zwar Schattenwort Tod gegen, aber auch nur zweimal. Jetzt kriege ich sogar noch den Todesfürsten. Aus mangelnden Alternativen greife ich ihn an und heile mich selber, um eine Karte ziehen zu können. Ja, und wenn ich irgendwas Starkes auf dem Feld habe, im Idealfall einen Tank, dann kriegt er von mir nichts tot, kriegt demnach seine Skelette nicht und dadurch ist seine Heldenfähigkeit total unwichtig. Da muss ich überlegen, weil er hat ja Magiergeheimnisse, also diese pink, magenta, lilafarbenen sind halt Magiergeheimnisse und ja, ich ziehe schon Schattenwort Schmerz, Schattenwort Tod, also es lief schon sehr gut, dieses Spiel. Bei Magiergeheimnissen ist ja auch zerstäuben bei, wenn ich was angreife, das ist, ich glaube auch nur, wenn ich den Helden angreife, dass mein Diener, der angegriffen hat, dann stirbt. So, den Todesfürsten, den buffe ich schon mal, da hat er schon mal 2-10.
Der Nekroritter, der zieht, also der schreit förmlich nach Schattenwort Tod. Und da habe ich Leben verdoppeln auch noch gezogen. Ich glaube, ich mache es jetzt sogar. Ne, ich greife mit ihm an. Okay, ich lasse mir eine Runde länger Zeit. Heil ihn lieber nochmal. Ich habe ja Heilige Nova. Das heißt, wenn er jetzt irgendwas Schwaches spielt, dann kann ich den halt mit Heiliger Nova weghauen. Ah, der Alchemist. Da hilft er mir, glaube ich, sogar noch. Mit dem, was er da gerade gemacht hat. Also ich heile ihn. Ich glaube, weil ich ungeduldig bin, mache ich jetzt schon göttlicher Wille. Dann hat er halt nur 12-12. Aber ist ja auch gefährlich genug. Und so gierig wie ich bin, greife ich ihn, glaube ich, komplett direkt an. Ja. Also ihr seht, ich habe wieder was Dickes auf dem Feld. Er kriegt seine Skelette nicht mit seinen normalen Kreaturen. Kommt er halt als ganz normaler Naxxramas Heroisch-Boss, auch wenn er heroisch ist, kommt er damit nicht viel weiter. Da hat er jetzt sein Skelett bekommen, aber mit dem kann er auch nicht mehr machen. Und selbst wenn... Ne, er kann ja mit dem noch gar nicht angreifen. So. Ich glaube, ich mach's genau, ich töte ihn, und jetzt mache ich Heilige Nova, um mich zu heilen und um seinen loszuwerden, und heile ihn nochmal. Das heißt, er überlebt weiterhin. Und dagegen kommt Noss halt nicht an. Er ist halt nur der erste Boss vom zweiten Flügel. Das ist schon mal als Boss in WoW bzw. Warcraft spielen schon mal nicht viel. Dann ist es halt nur Noss, der Seuchenfürst, der war auch in WoW nicht so der stärkste oder der schlimmste Boss. Ja, und der hat halt relativ herkömmliche Karten. Das Schlimme ist halt die Bossfähigkeit. Jetzt vernichte ich den erstmal. Greif lieber den Dicken an, damit ich meine behalten darf. Jetzt kann ich sie aber nochmal alle mit Heiliger Nova heilen. Das habe ich gemacht, weil mein Lichtbrunnen heilt ja 3. Und so, wenn nur einer verletzt ist, kann er ja nur den Todesfürsten heilen. Also der Todesfürst kriegt seine verdiente Heilung quasi. Bam. Jetzt gucke ich erstmal mit der Lichtbrut, okay. Da ich weiß, dass er keinen Eisblock hat, hat er damit schon verloren. Ja, das war noch der Seuchenfürst mit einem ganzen stinknormalen Priesterdeck, und wir sehen uns gleich beim nächsten Boss wieder. Wärmt eure steif gefrorenen Stiefel am Feuer. Hallo und herzlich willkommen zurück bei 777. Mein Name ist René und es geht weiter mit Hearthstone Heroes of Warcraft. Dieses Mal geht es um den fünften Boss des heroischen Modus in Naxxramas. Der zweite Boss des Seuchenviertels, Haigan der Unreine. So, wo ist er? Hier. Haigan hat mir eine Nachricht geschickt. Er verspricht euch zu schonen, wenn ihr gegen ihn keine Karten ausspielt. Das ist übrigens gelogen. Haigan der Unreine, also die Boss-Taktiken sind wie gehabt relativ gleich, nur halt unbalanceder. Für 0 Mana hat er die Fähigkeit Eruption, fügt dem Diener, der sich ganz links befindet, 3 Schaden zu. Da bietet sich auch wieder mein Priesterdeck an, weil wenn ihm irgendwas mit 30 Angriff, 30 Leben vor der Nase steht, sind diese 3 Schaden auch Peanuts. Und man muss halt nur da einfach nur aufs Positioning achten. Also dann nehme ich wieder hier mein Standard Priesterdeck. Holy shit. Und wenn ihr irgendwas beschützen wollt, also zum Beispiel wenn ihr den Todesfürst möglichst stark haben wollt, dann legt er einfach irgendwas links daneben, was sterben kann. Im Idealfall vielleicht sogar ein dunkler Kultist, weil der bufft ihn ja dann noch, und dann versucht er den zu buffen, und dann hat er einen Spott vor sich, der fast unüberwindbar ist, und der hat auch nicht so gute Removals und sonst wie immer halt eigene Removals hier ein bisschen Schaden machen. Schattenwort Tod, Schattenwort Schmerz, und wie gesagt, dann geht es eigentlich nur darum, den Todesfürsten, die Lichtbrut oder den Wächter vom Mugeschan möglichst viel Leben zu verleihen und das dann mit inneres Feuer oder durch den Effekt von Lichtbrut auf den Angriff zu übertragen, und dann hat er so eine unglaublich starke Kreatur vor sich, wo er einfach nicht vorbei kann, und im Idealfall platziert die so, dass sobald sie gebufft ist, also bei der Lichtbrut vielleicht nicht unbedingt, weil jedes Mal, wenn sie Schaden kriegt, verliert sie auch an Angriff. Aber zum Beispiel der Todesfürst, wenn er seine 30 Angriff und 30 Leben hat, dann, egal wann er Schaden kriegt, dann hat er halt noch 30 Angriff und 27 Leben und dann nur noch 24 Leben. Der verliert es ja nicht, weil der Effekt von inneres Feuer ist nur einmalig. Der wird nicht immer wieder aufs Leben erneuert. Ja, mit diesem Deck kann man auch gegen Haigan den Unreinen gewinnen.
und gegen die meisten Bosse hier. Vor allem immer gegen die Endbosse, habe ich so das Gefühl. Ja, wichtig ist nur, dass, also ihr müsst das auch nicht 100% so bauen, das ist halt mein privates Priesterdeck, was ich auch im Regulär-Fan spiele, also das habe ich nicht extra angepasst für Bosse. Das ist bei anderen nötig gewesen. Das habe ich in der ersten Folge gegen den heroischen Anubrikan gebaut. Und wie ich dieses Deck gegen Heigan den Unreinen eingesetzt habe, seht ihr dann sofort nach einer kurzen Pause in dieser Folge. Und dann erkläre ich euch, welche Taktik ich eingesetzt habe und wie ich es geschafft habe, ihn mit diesem Deck zu besiegen. Bis gleich, ciao, ciao. So, da sind wir beim fünften Boss des heroischen Axramas, Heigan der Unreine. Den habe ich auch mit meinem herkömmlichen Priesterdeck besiegt. Also wieder buffen, ihm was Dickes vor die Nase stellen und dann kommt er nicht mehr dran vorbei. Ja, also ich habe wieder den Wächter von Mogushan, den schmeiße ich aber weg und Machtwortschild, also schon mal den ersten Buff. Zwei Machtwortschilde und Lichtbrut. Bei Heigan ist es nicht so wichtig, ihm einen Tank vor die Nase zu stellen, aber auf jeden Fall ihm was Dickes vor die Nase zu stellen, weil seine Heldenfähigkeit kostet 0 Mana, wird demnach auch wieder automatisch am Anfang seiner Runde ausgelöst und fügt dem Diener, der ganz links steht, 3 Schadenspunkte zu. Es ist halt extrem scheiße, um eine Lichtbrut aufs Feld zu kriegen, weil in deiner Runde hat sie noch 5 Angriff und 5 Leben, in seiner Runde hat sie nur noch 2-2 und immer so weiter. Also die Lichtbrut spiele ich, glaube ich, auch nicht direkt, weil die würde einfach vernichtet werden. Deswegen heile ich mich, glaube ich, jetzt sogar nur, wenn... Nee, ich spiele den dunklen Kultisten und buff den. Achso, na ja, gut, kann man auch machen. Jetzt noch die junge Priesterin, die wird zwar auch nicht ewig überleben, aber wenn ich sie gut positioniere durch seine Eruption. Und die Eruption nutze ich auch noch gut aus, weil wenn der Typ da, der dunkle Kultist, den ich auf dem Feld habe, nochmal stirbt, wird ja meine Lichtbrut gebufft, die ich jetzt wahrscheinlich spiele. Ah ne, ich spiele den Todesfürst, logischerweise. Sie spiele ich auch nach rechts, weil ich ja will, dass der linke der Puffer ist. Ich habe aber kurz drüber nachgedacht, wie man gesehen hat, ob ich vielleicht sie als Puffer nehme. Aber sie bufft ja jede Runde munter vor sich hin. Jetzt wurde sie leider von dem dunklen Kultisten gebufft, was doof ist. Ja, er klaut sich jetzt meinen, aber dafür habe ich Schaden und Schmerz. Ich zeige schon drauf. Ja, und Heigan fängt halt leider an mit so einem Leerwandler. Der heißt gar nicht Leerwandler, der heißt irgendwie anders. Jetzt erstmal gucken, was ich von ihm geschenkt kriege. Einen dunklen Kultisten wieder. Deswegen werde ich wahrscheinlich meinen Typen irgendwo nach rechts stellen. Genau. Die Lichtbrut, ja. Die wird sogar gebufft. Jetzt stirbt sie. Und das nächste Mal, wenn der dunkle Kultist stirbt, ist auch gut für meine Lichtbrut. Ich glaube, der stirbt jetzt sogar. Ich bin mir nicht sicher. Ja, und bei dem Leerrufer heißt er, glaube ich, Leerwandler. Irgendwas Leerrufer, glaube ich. Weil Leerwandler ist es nicht. Ist halt das Problem, der hat immer richtig fiese Dämonen auf der Hand. Und wenn der stirbt, kann er einfach einen von der Hand spielen. Und da Dämonen oft sehr billig sind, dafür aber einen negativen Effekt haben und die wenn die durch den Leerrufer gespielt werden, wird dieser Effekt, dieser negative Kampfschrei-Effekt nicht ausgelöst. Also zum Beispiel das, was er da gerade gespielt hat, die nicht Teufelswache, das Infernal, die Höllenbestie, das grüne Steinding da, die fügt halt allen einen Schaden zu. Manchmal kann man es natürlich auch offensiv einsetzen, wie beim Krieger, aber die Teufelswache zum Beispiel kriegt auch, die Teufelswache gibt dem Gegner, glaube ich, einen Mana-Kristall oder zerstört einen eigenen. So, da will ich ihn, glaube ich, jetzt sogar noch ein bisschen mehr locken. Ach ne, da habe ich nicht aufgepasst, glaube ich. Wenn ich mich recht entsinne, ist schon wieder ein paar Tage her, wo ich die ganzen Matches hier aufgenommen habe. So, jetzt wieder ihn. Ihn nochmal als Schutzwall. Den Leerrufer in der Hoffnung, dass er keinen Dämon auf der Hand hat. Hat er nicht.
Und jetzt ist nämlich der Vorteil, ich kann den rechten buffen, während der linke erstmal noch ein bisschen was abfängt. Ja, jetzt hat er den angegriffen, das hat mich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch total angekotzt, weil ich einen gerne ganz gehabt hätte. Dann spiele ich halt jetzt nochmal Isera. Da überlege ich, weil die hält halt nur 3 aus. Ich nehme ihm aber erstmal alles, was er noch so hat. Ihr seht, auch ohne Buffs komme ich hier schon gut voran. Einfach nur durch Positionierung. Bei Heilgern ist wirklich nur die Unaufmerksamkeit, die man ausschalten muss. Dass man wirklich alles gut und richtig positioniert. So, er spielt jetzt ein paar Mal Dämonenfeuer. Bufft sein Wichtel, was ihm aber auch nichts bringt. Der jetzt aber auch auf grausamste... Ach nee, stimmt gar nicht. Der Wichtel stirbt dadurch gar nicht. Jetzt merke ich muss ihn buffen, verdoppel sein Leben. Und 14-14, GG. Also wieder nur, das Dick ist voll auf die Fresse gestellt. Und nochmal, um Buff zu kriegen, in Runde 10 die Lichtbrut für 4, den Verstrecker des Tempels für 6, hat die Lichtbrut 8-8. Ist auch super. Die lachende Schwester von Isera brauche ich jetzt nicht unbedingt. Da die Verdammniswache zum Beispiel hat zwar Ansturm und 5-7 für 5 Mana, was extrem gut ist, aber dafür hätte er 2 Karten abschmeißen müssen. Die hatte er eh nicht auf der Hand. So, da ist er schon tot. Ja, das war Heilgern im heroischen Modus auch wieder mit einem total normalen Deck. Also es sind wirklich nur vereinzelte Bosse, an denen man da nicht vorbeikommt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Boss.